Heute möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Ich war in Bali surfen. Und dort gibt es so Kaffeehäuser, die ziemlich hip sind, ganz modern, super gutes veganes Essen. Okay, ich gehe dort aufs WC und dort hängt am WC über dem Waschbecken eine kleine Tafel, ein kleiner Comic, wo ein kleines Mandel drauf gezeichnet ist und drüber eine Sprechblase. Und in dieser Sprechblase steht ein Satz drin, der mir seit damals nicht mehr aus dem Kopf geht. Und der Satz lautet: Es ist nur ein Gedanke und ich kann ihn ändern. Und dieser Satz hat sehr viel verändert in meinem Leben. Weil wenn du einmal beginnst, auf deine Gedanken zu achten, also auf die Art, wie du mit dir selber sprichst, dann können sich auf einmal Dinge sehr zum Positiven verändern. Wenn du zum Beispiel einen Gedanken denkst und das bemerkst, der destruktiv ist, wie der Gedanke, ich kann das nicht, wie der Gedanke, mir geht's schlecht, wie der Gedanke, die andere Person ist besser als ich. Also alle Gedanken, die dich irgendwohin hinunterziehen. Und ja, uns geht's oft schlecht. Und wir glauben, das sind externe Sachen, die Gefühle, die kommen einfach so und sind dann einfach da. Und wir lassen uns in diese Schlechtheit, in diese Depression hineinziehen. Ja, es gibt Depressionen und die muss man auch ernst nehmen, keine Frage. Es ist dennoch ein Unterschied, ob ich meine Gedanken ernst nehme oder ob ich versuche zumindest, dem standzuhalten, mich zu lieben und gleichzeitig versuchen, meine Gedanken zu verändern. Ich habe damals begonnen, aktiv an dem zu arbeiten. Und zwar bin ich drauf gekommen, dass es am besten so funktioniert. Erster Schritt, ich muss mir überhaupt bewusst sein, dass dieser Gedanke gerade ein destruktiver Gedanke ist. Wenn ich in meinem Bett liege, in der Früh und nicht aufstehen kann und ich mir denke, oh, so ein Tag, was ist da los, ich komme nicht aus dem Bett heraus und wirklich schon in diese Gedanken, diese destruktiven Gedanken hineinrutsche, dann, hoppla, erstens einmal bemerken, ans Tageslicht bringen. Jetzt denke ich gerade Gedanken, die möglicherweise nicht gut für mich sind, die nicht gut sind für meine Mitmenschen. Das heißt, erster Schritt, ich werde mir bewusst, dieser Gedanke war offenbar jetzt nicht gut für mich. Der zweite Schritt, ich versuche, diesen Gedanken zu ändern. Wenn der Gedanke lautet, das kann ich nicht, dann versuche ich mir zu denken, okay, bis jetzt habe ich das noch nie gemacht. Ich kann es wahrscheinlich, wenn ich es oft genug versuche. Oder wenn ich nicht aus dem Bett herauskomme, denke ich mir, ist okay, bleib noch eine halbe Stunde liegen und dann versuchen wir einfach aufzustehen. Wenn der Gedanke lautet, ich werde nie einen neuen Job finden. Nein, bewusst werden, warum denke ich das überhaupt? Zweiter Schritt, ich werde einen neuen Job finden. Ich habe bis jetzt Jobs gefunden, ich werde in der Zukunft auch Jobs finden. Es ist genug für alle da draußen da. Ich sage nicht, dass das immer bei mir funktioniert. Ich sage auch nicht, dass das jetzt das Allerheilskonzept für jede mentale Krankheit ist. Nein, bitte nicht. Aber das nächste Mal versuch's. Wenn du merkst, da kommt ein Gedanke, der nicht positiv für dich ist, es ist nur ein Gedanke und ich kann ihn verändern. Probier's aus.